In der heutigen Ausgabe geht es um Emirates, die euch einen 100% Bonus gibt, aber auch nur, wenn ihr heute am 7. Mai reagiert beim Skywards Punktekauf. Wartet auf das Intro, danach gebe ich euch alle Details. Mein Name ist Lars Korsten und ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status zu bringen. Heutige Ausgabe geht es um Emirates Punkte, deshalb lasst mir einfach hier ein Like oder aber auch einen Kommentar unten in der Kommentarspalte. Aber ganz, ganz wichtig, lasst mir ein Subscribe da, denn so schaffen wir vielleicht diesen Monat, und das ist das Ziel, die 1000 Subscriber. Würde mich freuen, wenn wir das schaffen würden auf diesem Kanal. In der heutigen Ausgabe an diesem 7. Mai geht es um Emirates. Die haben ihre Promotion für den Punktekauf richtig schön abgehypt, haben ja 100% Bonus versprochen, wenn man mehr als 5000 Punkte bekommt. Man kann auch drunter Punkte kaufen, 2000, 3000, 4000, aber da gibt es diese Promotion nicht für. Lass uns direkt eintauchen in weitere Details. Also im Prinzip ist es so, man kann bis zu maximal 100.000 Punkte in tausender Schritten kaufen und für die gibt es ab 5.000 Punkte, wie ich sagte, 100% Bonus. So billig gab es die Meilen von Emirates noch nie. Und dann, wie geht es weiter? Wenn ihr es heute nicht mehr schafft zu kaufen, kriegt ihr immerhin noch einen Bonus von 45% und ihr könnt sie kaufen über die Punktekauffunktion im Web von Emirates.com in Zusammenarbeit mit Points.com. Die haben ja fast alle Programme mittlerweile unter den Fittichen. Ja, lasst uns mal auf den Preis eingehen. Der Preis bei mir, und das ist das Spannende an der Geschichte, wird natürlich, da ich in Dubai geregistriert bin, bei Emirates in Dirham angezeigt. Das heißt also, wenn ich die maximale Anzahl von 100.000 Punkten plus 100.000 Bonuspunkte kaufe, bekomme ich 200.000 Punkte zum Preis von 11.295 Dirham. Ich habe für euch das direkt ausgerechnet, wie viel das ist, und habe dafür meine Finance-App und Currency-App ausprobiert, sind 2.545 Euro. Ich mach das mal scharf, ne? So ist es scharf. Ja, also in den USA sind es 3.000 Dollar, obwohl es laut meiner App in US-Dollar nur 3.074 wären. Das heißt, also, ihr spart noch mal Geld bei dem Dollar-Umrechnungskurs. Ja, also insofern für euch das als Hinweis. Jetzt sagt ihr, hey, warum soll ich Emirates Meilen Punkte Status kaufen? Status gibt es nämlich leider da nicht in der Aktion. Die gab es ja wie bei der Finnair zum Beispiel zu bekommen. Warum solche Punkte kaufen? Ganz einfach, ihr könnt mit den Punkten von Emirates richtig viel anstellen. Also lasst uns da mal ein paar Beispiele nennen. Für jemanden, der sagt, hey, ich will aber nicht nach Dubai, interessiert mich nicht. Dann sagt ihr vielleicht, hey, ich will von Mailand oder von Athen nach New York fliegen. Das ist vielleicht etwas, was für euch spannend ist. Heißt ganz einfach, wenn ihr auf dem Flug von Mailand nach New York und zurück fliegen wollt, dann kostet die Business Class 62.500 Meilen als One-Way. Ich empfehle euch immer einen Roundtrip, also einen Hin- und Rückflug zu nehmen. Da sind es 90.000. Und wenn man in der First Class fliegen will, sind es 85.000 zu 135.000. Das heißt also, ihr bekommt in der Tat damit einen First Class Return und ein bisschen mehr, wenn ihr das macht. Ihr könnt die Punkte nämlich nicht nur kaufen, sondern auch verschenken. Das heißt also, ihr könnt jemanden, der das Konto gerade aufgemacht hat oder aber auch in der Familie über den Family Account da dann weiterleiten. Wer jetzt sagt, hey, ich will mal wirklich so einen extrem langen Flug mit Emirates machen. Mein längster Flug, das war Dubai, Los Angeles und zurück. Das waren 14 Stunden, wenn ich das richtig rekapituliere. Und da würde das Ganze in der Business Class als Return Trip, Round Trip, wie das im Englischen heißt, 165.000 Meilen kosten. Wenn man das in der First Class machen will, wird es ein bisschen knapp, 247.500 Meilen. Und ihr wisst ja immer, kommen noch Gebühren dazu und Steuern. Also insofern, das wäre dann die Idee. Ich selber habe noch ein paar Meilen im Konto. Ich würde jetzt keine kaufen, aber wer mal die First Class von Emirates ausprobieren möchte, der kann das tun. Empfehle auch euch die 6 Stunden von Frankfurt nach Dubai. Im 380er wird er ja mittlerweile wieder angeboten oder ab Wien. Also da könnt ihr die Punkte, Meilen und den ganzen Spaß genießen. Duschen, ganz genau. Ihr könnt duschen in der First Class oder aber wenn ihr Business Class fliegt, könnt ihr auch in die Onboard Lounge hinten gehen. Top, finde ich. Schreibt mir doch einfach unten in die Kommentarspalte in der heutigen kurzen Ausgabe, was ihr von dem Angebot haltet. Ob ihr vielleicht sagt, hey, Emirates, coole Scheiße, mache ich. Oder ihr sagt,
Nee, kein Bock auf die Araber. Ich persönlich finde Emirates toll, ich kann es nur jedem empfehlen. Also ich freue mich auf eure Kommentare und bis zur nächsten Hausaufgaben gibt es heute keine Angst. Gott, wäre vielleicht mal eine Idee. Ich gebe euch Hausaufgaben. Also, es gibt heute nach dieser Ausgabe von Frequent Traveler TV, danke ich euch, dass ihr dabei wart. Morgen wieder eine Ausgabe vom Weekend Update. Morgen ist ja Samstag. Sie wird wieder Lufthansa-lastig. Es tut mir leid, die Lufthansa hat diese Woche so viele Nachrichten gebracht in der Business First Class und so weiter. Bleibt gespannt. Also, bis bald.